Herzlich willkommen zu einem weiteren Video der Serie Videos erstellen mit Videomaker FX. Ja, nochmal herzlich willkommen zum neuen Tutorial von Videomaker FX. Also, es ist ja schon eins vorher gewesen und jetzt gehen wir ein bisschen weiter rein ins Thema und ich möchte hier einfach mal beginnen, um zu zeigen, welche Audio-Files hier drinnen sind. Man kann ja hier Musik zu den Videos hinzufügen, man kann auch seine eigene Musik zu diesen Videos hinzufügen und man kann auch gleichzeitig seine Sprache hier aufnehmen mit diesen Videomaker FX. Ja, ich möchte hier einige Sachen zeigen. Es sind ja auch für und wieder dabei, muss ich mal sagen. Da gibt es jetzt schon einige Dinge, auf die ich Sie hinweisen möchte. Es soll nicht hier alles absolut schön gesprochen werden. Das sage ich jetzt auch mal gleich dazu. Meine Testimonials sollen ehrlich sein. Und ja, wenn etwas nicht so gut ist, dann sage ich das auch. Das werden Sie dann gleich sehen. Ja, wir starten jetzt hier rein. Ich habe jetzt hier, wie im vorigen Tutorial, einfach mal eine Folie angelegt. Das habe ich ja schon gezeigt. Den ersten Slide, der macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Ich habe das jetzt nur mal gemacht, dass ich Zugriff zu diesen Audio-Files habe. Denn sobald hier unten der erste Slide steht, dann leuchten auch hier diese anderen Projekte auf, sage ich jetzt mal, diese Audio-Settings, das Preview und das Exportieren. Das geht natürlich vorher nicht, weil noch gar keine Folie da ist. Und ja, jetzt klicke ich hier einfach mal auf Audio Settings, um Ihnen mal zu zeigen, wie was hier möglich ist und wie das Ganze funktioniert. Also ich klicke auf Audio Settings, dann öffnet sich sofort dieses Fenster. Und jetzt hat man hier mehrere Möglichkeiten. Hier drüben auf der rechten Seite, wenn Sie auf Enable Voice Second Track klicken, wenn Sie hier reinklicken, dann wird dieses Fenster aktiv. Jetzt können Sie hier entweder eine File von Ihrem PC hochladen. Ich zeige Ihnen das jetzt mal. Das kann schon entweder eine Stimmaufzeichnung von Ihnen sein oder einfach auch ein Musiktitel. Klicke jetzt mal hier drauf. Gehe auf. Dann öffnet sich hier sofort mein Ordner. Gehe auf Musik. Ja, hier habe ich einige Musik Downloads. Wenn ich jetzt hier einfach mal reinklicke, nehme jetzt hier dieses Floor Filler. Sie sehen und sofort spielt das ab. Es ist in wenigen Sekunden der ganze Track, dieser ganze Track hier drinnen. Bitte, das heißt jetzt überhaupt nicht, dass Sie das verwenden dürfen, dass Sie irgendwelche Lieder downloaden sollten und dies verwenden. Ich zeige nur, was geht. Also, dass wir überhaupt kein Problem hier Musik reinzuladen und wie gesagt, Sie können auch Ihre eigene Stimme reinladen. Ja, das war's jetzt mal hierzu. Das ist alles noch absolut perfekt, sage ich jetzt mal. Das nächste ist, Sie können hier ganz einfach Ihre Stimme aufzeichnen, dass Sie eben einfach hier dazu sprechen. Wenn Sie das hier rausgeben und Sie klicken dann einfach hier auf die Aufzeichnung, dann öffnet sich hier dieser Voice Recorder. Wenn Sie dann hier auf Start klicken, dann können Sie jetzt bereits, Sie sehen hier unten läuft die Zeit mit diesen Sekunden, Ihre Stimme aufzeichnen. Das macht sie auch hier im Moment, während ich spreche. Aber hier muss ich sagen, ist irgendwie, sage ich jetzt mal, dieses Mikrofon nicht sehr der Wahnsinn. Also ich nehme hier immer, wenn ich meine Stimme zu diesen Videos aufzeichne, den Camtasia Studio 8 Stimmrekorder. Das zeige ich jetzt aber an dieser Stelle nicht. Ich führe Ihnen jetzt mal vor, wie das jetzt klingt. Dann können Sie jetzt bereits, Sie sehen hier unten läuft die Zeit mit diesen Sekunden, Ihre Stimme aufzeichnen. Das macht sie auch hier im Moment, während ich spreche. Aber hier muss ich sagen, okay, Sie haben es gehört. Das ist jetzt von der Qualität her nicht sehr gut. Da ist dieses Rauschen im Hintergrund und so weiter. Ich muss aber auch dazu sagen, es kann sein, dass das gar nicht so am Videomaker FX liegt. Wenn Sie ein richtig gutes Mikrofon bereits haben, in das Sie immer sprechen, wenn Sie Ihre Videos aufnehmen, dann kann natürlich sein, dass diese Qualität gut ist. Ich spreche immer rein in meinen PC, weil
Beim Camtasia-Studio habe ich ja die Möglichkeit, die Störgeräusche zu entfernen, und dann habe ich auch diesen schönen Klang ganz einfach mit meinem PC-Mikrofon. Das habe ich jetzt nicht rausgefunden, vielleicht gibt es auch hier einen Trick. Ich weiß natürlich auch nichts alles. Ich möchte es nur sagen, wenn Sie rein in Ihren Computer hier sprechen, dann kann sein, dass das auch ein bisschen zu verzerrt ist und das Rauschen im Hintergrund ist. Das ist jetzt mal zu diesem Punkt. Und dann kommt jetzt das nächste. Wenn Sie jetzt hier das Häkchen wieder raussetzen, wird diese Funktion wieder gesperrt. Und jetzt zeige ich Ihnen hier drüben diese Musiktracks, die automatisch mitgeliefert werden bei VideoMaker FX. Wenn Sie hier anklicken, Enable Music First Track, dann sehen Sie hier drüben diese Musikfiles, die schon enthalten sind im VideoMaker FX. Und ich möchte hier eine deutlich etwas ganz, ganz deutlich sagen. Das ist nämlich etwas, worauf ich ein bisschen reingefallen bin beim Kauf. Auf dieser Verkaufsseite von VideoMaker FX, da sehen Sie Videobeispiele, ganz tolle Beispiele, die man erstellen kann. Das funktioniert auch alles, diese Videos so zu erstellen, aber es läuft eine hochprofessionelle und auch bekannte Musik in meinem Hintergrund. Das sind verschiedene Tracks, die man aus den verschiedensten Marketing-Videos kennt, die wirklich animieren, etwas zu kaufen, die gute Stimmung verbreiten. Und diese Tracks sind nicht dieselben, die hier drinnen sind. Das muss ich gleich mal vorneweg sagen. Es gibt zum Beispiel dieses bekannte Sunny Days, heißt das. Das ist ein ganz bekannter Track von Audio Jungle, heißt diese Seite, wo man das kaufen kann. Der kostet die Version, glaube ich, die Vollversion über 50 Dollar, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und ich dachte mir, die haben irgendwie hier bei VideoMaker FX die Rechte gekauft, damit das auch gleich hier drinnen ist. Dem ist aber nicht so. Das muss ich jetzt hier ganz deutlich dazu sagen. Ich möchte, dass Sie jetzt genau sehen, was hier drinnen ist. Spiele ich Ihnen jetzt einfach immer einen kurzen Ausschnitt dieser Songs vor, damit Sie auch, ja, Gefühl dafür bekommen, ob das ist, was Ihnen gefällt oder auch nicht. Sie sollen hier genau sehen, was drinnen ist. Ich klicke da jetzt einfach mal ein bisschen durch und enthalte mich ab jetzt der Stimme. Bis gleich.
Ja, das war jetzt mal die Bibliothek, die hier mitgeliefert wird an den Songs. Ich glaube, da ist trotzdem für jeden Geschmack etwas dabei, aber ich sag's nochmal, eben diese Vorführ-Tracks, die auf der Verkaufsseite sind, wo sie dann hinkommen, wenn sie die jetzt dann gleich kaufen, diese Software, das ist nicht mitgeliefert. So viel möchte ich nur dazu sagen. Man sieht ja, es gibt auch hier diese Fade-In- und Out-Audio-Einstellung, die kann man nutzen. Man kann hier die Audios noch von der Lautstärke verändern. Je nach Belieben. Und ja, das war jetzt mal ein Überblick zu den Audioeinstellungen, die man hier machen kann, was hier alles möglich ist. Und ja, das war's zu diesem Tutorial. Freuen Sie sich auf das nächste. Vergessen Sie auch bitte nicht, wenn Ihnen dieses Video jetzt wieder gefallen hat, meinen Kanal zu abonnieren. Sie sehen hier irgendwo auf dieser Seite einen Link, wo Sie das mit nur einem Klick machen können. Geben Sie mir auch ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat, und gerne dürfen Sie dieses Video auch auf Social Media teilen. Gut, das war's jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Tutorial. Wiedersehen.